zweiten Kreuzung nach der Ampel biegst du scharf links ab. Nicht die zweite, die erste. Zweite. Jetzt ist es nicht mehr weit. Du fährst geradeaus bis zu den Hochhäusern, auf der linken Seite. Nein, auf der linken. Sag ich ja. Auf alle Fälle sind sie hoch. Dann siehst du schon die Wohnanlage. Parkplatzschwierigkeiten gibt's da keine. Bist du endlich da? Wir haben schon zweimal angerufen. Nein, dreimal. Wie war die Fahrt? Ach, es ging. Aber das leere Haus hier, die Angst. Alles Gewöhnung. Mir ist da noch nie was passiert. Ja, dir. Steck dir für alle Fälle das Brutmesser ein, wenn du weggehst. Lieber den Pfefferstreuer, dem Gegner direkt in die Augen. Da kommt sie doch gar nicht mehr zu. Hallo, Karlchen, bist du noch da? Ja. Ruf Gabi an. Ruf sie gleich an. Warum soll sie denn Gabi gleich anrufen? Herrgott, ernst! Damit sie nicht so allein in München ist. Also deshalb brauchst du mich doch nicht so anzuschreien. Doch, du willst keiner mehr rauskommen. Ja, das ist nimm doch mal ab mit demselben Schlafwort. Vom Kapitalismus. Ja, auch Argumente. Ihr solltet eure Argumente mal überprüfen. Lieber Hess. Wer? Verstehe nicht. Seid doch mal ruhig. Was ist denn? Sie sind nicht ruhig. Wer ist da? Charlotte? Gabi, das ist eine Charlotte. Ist das so eine Blonde? Sehen Sie so eine Blonde?
Karlchen, bist du's? Wo bist du denn? In München seit wann? Ja, Mensch, dann komm doch her. Komm sofort, ich habe ein paar ulkige Leute hier. Ja, Abschiedsparty. Tschüss, bis gleich. Wann geht denn dein Zug? Morgen früh. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste morgen an den Arsch der Welt nach Nebel, also so viel könnte ich gar nicht saufen. Also ich kenne ja diese Provinzkapsel. Drei Kirchen, vier Kneipen und aus ist das. Aber vielleicht darfst du schon im nächsten Jahr am Honoratiorenstammtisch sitzen. Neben dem Herrn Apotheker und dem Herrn Oberlehrer. Und die dann alle wohlwollend, durchaus wohlwollend, nicht mal von oben herab auf den Lehramtsanwärter Melchior herunter. Hör auf, was ist denn? Das ist sie. Kannst du dieses teure Gesöff nicht da nehmen? Ich kenne einen Junglehrer, den wollten sie auch in so ein Kuhdorf im Allgäu verdonnern. Ja, und. Der ist doch nicht blöd. Der ist noch in München geblieben und gibt Nachhilfeunterricht. Ja, der lebt gar nicht schlecht davon. Ich bin ja nicht Großstadtlehrer, sondern Lehrer. In der Provinz gibt's auch Kinder, die unterrichtet werden müssen. Ausgerechnet von dir. Ja. Außerdem kann er sich heute keine Extrawurst mehr leisten, sonst kriegt er mal nie eine Planstelle. Hey, hör doch auf, Mensch, du bist doch eigentlich nur. Der Stuhl geht doch kaputt, Mensch. Hier meine Hose, meine Hute. Nee, noch nicht, wieso? Weil ihr so brüllt. Das ist Charlotte Müller, genannt Karlchen. Ah, das ist immer eine Charlotte. Wir sind beinahe verwandt. Meine Tante Marianne und ihr Onkel Ernst leben seit 15 Jahren zusammen. Ach Ernst, was du mir alles so lernst. Und das sind meine Freunde. Reni, Toni, Christoph, Scott und Peter. Hier hast du ein Glas. Willst du was essen? Wir haben noch was. Ja, danke. Peter, rutsch doch ein bisschen, lass Karlchen sitzen. Karlchen kommt aus Montabaur, aus dem Westerwald. Draußen vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es westert sehr. Oh, du schön. Du tust mir leid, Reni. Probier's noch mal auf Nebel zu kommen. Wer da, der Peter, tritt morgen seinen ersten Job an. Als LAA, wissen Sie, was das bedeutet? Götz von Berliching. Aber das ist doch LMAA. Ein LAA ist ein Lehramtsanwärter. Spricht sich schön flüssig, ne? Möchten Herr Lehramtsanwärter noch einen kleinen Schluck? Herr Lehramtsanwärter. Mann, du willst mich freuen, wenn ich euer blödes Gerede nicht mehr höre. Oh, das ist ja bloß Galgenhumor. Dabei werden wir ihm fehlen. Hände hoch, Hände hoch. Du, hau ihr doch mal auf den Rücken. Aber nicht so doll. Ja? Besser? Besser? Ja? Aber wovon sprachen wir denn gerade? Von dir, mein Schätzchen, nur von dir. Es ist ja auch deine Partner. Komisch, ne? Wie beliebt man plötzlich bei seinen Freunden ist, wenn sie einen loswerden. Loswerden. Ist das? Hey, was ist du wolltest doch was sagen. Ja, genau. Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Mensch, fang bloß nichts mit einer Kollegin an. Ich kenne dich doch, das dauert ein paar Wochen, dann bist du sie leid. Aber ihr seid immer noch an derselben Schule. Und das in einer Kleinstadt. Fang doch da nichts an. Na, du, sowas weiß man nie vorher. Der kriegt doch keine. Ich muss nach Hause, ich habe noch nicht gepackt. Na du, wir gehen auch in die Seid doch nicht so ungemütlich. Nee, Servus. Wiedersehen, Herr Lehramtsanwärter. Wir besuchen dich mal, nicht? Wir kommen alle mal nach Nebel. Ja, wir mieten uns einen Bus und besuchen dich. Bus in Nebel. Gabi? Ja? Sag mal, kann ich heute Nacht bei dir bleiben? Du, heute geht's nicht. Und du hast doch die Wohnung von Marianne und Ernst? Ja, schon. Entschuldigung. Naja. Meine Handtasche brauche ich noch. Tschüss. Also, tschüss. Was ist denn unser Auto? Weißt du noch, wo wir geparkt haben? Ja, wo mag denn das wohl sein? Sag doch. Ja, ich weiß es gar nicht. Ach, überhaupt zu blöd. Also mach's gut, Junge. Halt die Ohren steif. Wiederschauen, Fräulein. Von Müller, ne? Von Müller. Jawohl, mach's gut. Und denk dran, von jetzt an ruht das Auge der Öffentlichkeit auf dir. Und auf all deinen Umwegen. Frau, du komm her. Ei, Sir. Gute Nacht. Ja, also dann. Der Nacht. Könnten Sie mich vielleicht heimbringen? Ich hab keinen Wagen. Aber ich? Ja, dann, wieso? Ich verstehe nicht. Ich wohne direkt um die Ecke. Bitte. Da drüben steht er. Hm?
Reisen Sie immer mit Geschirr? Es sind meine Muster. Wir haben eine kleine Töpferei. Beziehungsweise mein Onkel Ernst hat eine kleine Töpferei. Und zweimal im Jahr geht einer von uns auf Tournee und sammelt Bestellungen. Emily. Ja, diesmal bin ich mit Bayern dran. Also, ich geh dann. Kommen Sie nicht mit hoch? Nö. Wozu sind Sie dann erst mitgekommen? Ja, frage ich mich auch. Oh, bitte, Sie müssen mit raufkommen. Mann, oh Mann, was soll's? Morgen fahre ich in den Bayerischen Wald. Ich bin hundemüde. Seit Wochen feiere ich Abschied. Einen Abschied nach dem anderen. Bin froh, dass ich alles bisherige los bin. Werde ich doch am letzten Abend nicht noch was Neues anfangen, oder? Anfangen. Doch nichts anfangen. Bloß mit hochkommen. Ich traue mich doch nicht alleine. In dem Haus, da wohnt doch fast keiner. Ach so, deshalb. Ich glaube nicht, dass ich hier lange wohnen bleibe. Das halte ich nervlich nicht durch. Werde dich dran gewöhnen. Ans Fürchten? Nie. Warten Sie, Moment, ich will nur noch mal in die Zimmer schauen. Mann, oh Mann. Ja, das sagt mein Onkel Ernst auch immer. Ein einziges Mal in seinem Leben macht er ein großes Geschäft. Und dann kauft er sich diese Eigentumswohnung hier, um Steuern zu sparen. Na, jetzt hockt er mit ihr da. Vermieten kann er sie nicht. Und abkaufen tut's ihm auch keiner. Dafür kostet sie ein Vermögen an Zinsen. Ja, so ist es, wenn einer von meiner Familie mal ein großes Geschäft machen will. Da gibt's gar nichts zum Lachen. Nein. Ja, dann Wiedersehen. Wollen Sie mein Messer mitnehmen? Ich habe noch einen Pfeffer. Wiedersehen. Wiedersehen. Ja? Ihr Schlüssel steckt noch. Oh, Moment. Ja, sagen Sie, gibt es in dieser gottverlassenen Gegend ein Verkehrsmittel? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Das ist ein schöner Mist. Rufen Sie mir ein Taxi. Mhm. Ja, aber das kostet doch ein Vermögen mit Anfahrt bis hierher. Ach was, nehmen Sie mein Auto. Ich brauche es jetzt nicht mehr und Sie können es mir morgen früh wieder bringen. Ja, vielen Dank. Ja, so macht Oma. Okay. Mhm. Wiedersehen. Gute Nacht, Herr Melchior. Ja, gute Nacht. Karlchen. Ja, hallo? Wer ist denn da? Ich bin's, Melchior. Ich drücke. Ja, ich bin doch schon oben. Ach Gott, die Fee. Guten Morgen. Guten Morgen. Möchten Sie einen Kaffee? Ich mach schnell einen. Das geht leider nicht. Mein Zug, ich bin eh schon spät dran. Hier sind die Papiere und die Schlüssel. Also dann, alles Gute. Und werden Sie ein netter Lehrer. Ja. Ja, aber ich habe noch meine Sachen im Wagen. Was denn für Sachen? Na, alles. Ach so, ich komm schon mit runter. Und jetzt? Ach so. Na, dann muss ich Sie jetzt wohl zum Bahnhof fahren. Das ist nett, dass Sie von selber drauf kommen. Sie müssen sich auch anschnallen. Was, die kurze Strecke? Sonst fahre ich Sie nicht. Ja, also schön. Ja, schön. Befördern Sie auch Walrösser? Da sitzt sonst mein Onkel Ernst. Was ist denn jetzt? Die Papiere, ich habe die Autopapiere vergessen. Moment, ich komme gleich wieder. Ja, aber. So, wir können. Wo ist der Bahnhof? Wissen Sie, wie es zum Bahnhof geht? Ja, aber was soll ich noch da? Der Zug ist weg. Ach, herrje. Und der nächste? Ist mit zweimal umsteigen, bei dem Gepäck. Alles meine Schuld. Ja. Das geben Sie auch noch zu? Ja. Darf ich mal kurz? Was suchen Sie denn? Nebel. Aber doch nicht in Holstein. Aha. Und wie weit ist es von hier? So 150 Kilometer.
Eigentlich muss ich sowieso in den Bayerischen Wald. Da kann ich auch gleich fahren. Alles gut, ist sogar sehr gut. Halten Sie mal. Was ist denn jetzt? Ja, meine Koffer. Ich muss noch meine Koffer holen. Bis gleich. Rathaus, Gotteshaus, Wirtshaus, Kaufhaus. Nett. Wissen Sie schon, wo Sie wohnen werden? Ja, ja, ich war kurz mal hier. Und, hübsch? Geliebt. Na? Im Haus muss man die Schuhe ausziehen. Erstmal in die Wirtschaft.